Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Kaiser und Wurst Exe. Auf einer LAN-Party mit professionellen Mikros. Ja, ich habe natürlich das Schlechtere von beiden in die Hand gedrückt bekommen. Immerhin. ist ja schon mal was. Grüße. Wir spielen Unreal Tournament, denn wir haben uns gedacht, ich will Unreal Tournament spielen. Und jetzt spielen wir es. Wie angemessen. Falls sich jemand wundert, was im Hintergrund hier für euch sind, wir essen auch. Und trinken. Gerne. Wahlweise beides gleichzeitig. Dann starte ich mal das Game. Wie ungern. Ja, bei mir sieht man... Ah, da bist du ja. Hatten wir es ja eine längere Pause hier. Ah. K&W.exe Spieler. Sehe ich hier. Ey, ich habe einen coolen Clan-Tag. Ich heiße aber jetzt auch wieder Player, warum? Jetzt bist du aber blau, oder? Ja. Wir spielen Capture the Flag mit Fahrzeugen. Unit in position. Area secure. Ich mag dieses Ding nicht da. Unit in position. Area secure. Falls jemand fragt, wir sind jetzt nicht die Profis hier in Unreal Tournament spielen. Aber wir wollen trotzdem Unreal Tournament spielen. Eben. Das ist würdig und recht. Wo ist es denn hin, das Fahrzeug? Ich kann es nicht erblicken. Da ist jemand unter mir. Wer sitzt denn da unten in der Ecke? Kai. Ich habe Pfannkuchen gemacht. Nicht wundern, beim Kaiser Nass ist das Spiel auf Deutsch und bei mir ist das auf Englisch, weil, keine Ahnung wieso. Hat sich irgendwie so eingestellt. Vor allem war ja, glaube ich, dieselbe Disc. Ja. Gleiche Installationsdisk, gleiches Update, aber bei mir ist es auf Englisch. Systemsprache ist bei beiden Deutsch. Also, Oh, schade. Was denn? Man wurde erledigt. Das ist ja ein Ding. Das ist weder würdig noch recht. Aber meine Kollegen sind so klug, die fahren gegen Wände. Eben ist bei dir auch einer irgendwo, von der Brücke runtergefallen und saß dann so traurig in der Ecke, bis ich ihn dann mit meinem Fahrzeug erschossen habe. Nachzuvollziehen in meinem Video. Boah, ich habe jetzt gerade Rache genommen für einen unangenehmen Tod beim Typen. Oh, jetzt habe ich endlich den Nemesis. Für angenehme Tode muss man ja auch keine Rache nehmen. Eben. Dann kann man sagen, ja, damit bin ich zufrieden, das ist in Ordnung. Das ist würdig. Gar recht. du mit deinem Manta. Ich weiß gar nicht, warum wir jetzt wieder Spieler bzw. Player heißen. Ich immer noch? Ja. Du als Spieler, ich als Player. Warum auch immer. Ich hab dich schon wieder getötet, ne? Vor allem, ich bin gerade gespawnt, bin einfach runtergesprungen, du hast mich quasi zerquetscht. Es sagte auch Pancake. Verdammt, wie ging denn das? Eigentlich habe ich die Viper, die wollte ich auch nur haben. Die Viper? Viper. Ich hau währenddessen mit eurer Flagge ab. Aber lass dich davon nicht stören. Ah! Da hat er mich doch glatt erwischt mit seiner Viper. Jetzt sitze ich hier bei einem Bot im Fahrzeug am Geschütz. Und der verhakt sich hier. Was soll denn das? Ja, genau so geht's. Wir werden heute noch ganz viele andere spannende Spiele spielen, stimmt's? Ja, denn da wären... Huch, hab ich dich kaputt gemacht? Nee, das war Monarch. Ja, wir spielen ganz, ganz viele spannende Spiele, unter anderem vielleicht sogar durch Battlefield 4, weil es so kurz ist. Was können wir denn noch spielen? Grid können wir spielen. Genau, ein Rennspiel mal. War das Grid 2, oder? Ja. Diese Bots sind wirklich selten dämlich. Muss man einfach mal sagen. Das wäre jetzt gut gewesen, wenn ich jetzt keinen Bot, sondern dich erledigt hätte. Dann an Moderation. Die Bots sind selten dämlich. Ja, wir sitzen hier wieder nebeneinander, spielen im LAN. Oh ja. Das hat diverse Vorteile, unter anderem, dass wir jetzt den Sound über tolle Mikros zusammen aufnehmen können und
Keine Teamspeak-Verzögerung gedöns dabei. Keine Verzögerung, es klingt besser. Wir verstehen uns auch mal, weil es nicht irgendwie so ein gegenseitiger Voice-Jammer ist. Wie es beim letzten Mal war, wo wir uns... Hingst du da gerade in dem Panzer? Nee. Okay. Nö. Ich war nicht so ein Fool. You Fool. You Fool. Da vorne steht einer von euch und der will sich nicht bewegen. Nee, stimmt gar nicht. Es war im Hintergrund gar nichts. Es war einfach nur seine Waffe, die war rot. Das ist auch sehr cool. Ich habe seine Waffe beschossen. Von einem eigenen Team. Naja. Boah, dieser Nemesis-Panzer ist so langsam. Oh, tja. Ich meine, wenn er so mit 300 Sachen über die Karte heizen würde, das wäre auch ein bisschen nimber. So, tendenziell. Was ist denn das für ein großes Ding? Ein Darkwalker, glaube ich. Bam. Ach, ich bin tot. Ja, das war ich. Nee, Nemesis stand da. Ja? Achso, es ist das Fahrzeug. Killer, ja, ich stimmt. Ich bin Nemesis drin. Killer war Spieler. Ist das gemütlich. Letztens kam ja wieder Papa an Supporters, ne? Irgendwie so kurz vor Neujahr. Es ist frohes ja, neues Jahr übrigens allen unseren Abonnenten. Yeah, frohes neues. Wir wissen doch sogar, wie der eine Abonnent heißt, oder? Ja. Wie hieß er denn nochmal? Frederik. Na super, das ist. Dann, frohes Neues. Yeah. Ups. Was wusste ich, ich habe mit ihm Neujahr gefeiert. Haben wir eigentlich jemals in dem Let's Plays unsere echten Namen verraten? Weil sonst ist das... Ja, das geht auch keinen was an. Ja, sonst ist das auch ein ziemlicher Insider-Witz, was wir hier gerade machen. Aber das stört ihr nicht. La 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 la. Oh. Wow. Hey. Cool. Vor allem sind noch keine Punkte hier entstanden. Nee. Ich habe mich bis jetzt auch mehr aufs Töten als auf das Flagge. Wie das klingt, ich habe mich auf das Töten konzentriert. Ja. Straßencode? Was? Straßencode? Achso, wir haben ja Text-to-Speech an. Ich kann hier mal was schreiben. Hörst du das dann? Ich höre nichts. Wurde bei dir was angezeigt, dass ich was geschrieben habe? Ah ne, das war ja die Konsole, das war gar nicht der Chat. Ja, das wurde bei mir wirklich was gesprochen. Was hast du geschrieben? Hast, ja. Du's, hast du es gehört? Ja, es war ganz leise. Puck, puck. Ist es bei dir eine deutsche oder eine englische Sprachausgabe? Bei mir ist es Englisch. Sehr interessant. Es könnte auch sein, dass wir einfach zu viele Bots haben und das einfach in eine große Schlacht ausartet, anstatt dass wir hier wirklich Flaggen erobern. Ich weiß gar nicht, ob es ein Zeitlimit gibt. Sonst erreichen wir wahrscheinlich eher das Zeitlimit als das Ja, das Zeitlimit kann ich leider nicht sehen, weil da bei mir die Fraps-Zahl steht. Also. Oben links? Ja. Ich habe mir die Uhr anzeigen lassen. Das habe ich eingestellt eben in den Optionen. Ach so, die Rundenuhr? Ja. Oder generell, wie spät es ist? Nee, das steht 12 Minuten verbleibend. Hm. Das wusste ich ja gar nicht, dass es geht. Nur sowas. Oh, da hat mich der Kolossus aber frontal einfach erledigt. Ach, das warst du? Wollte ich gerade auch auf dich gehen. Das war aber nicht nett. Nee, ich hab's ja nicht gemacht. Er kam mir ja zuvor. Was sagen die bei dir? Feindliche Viper oder Viper? Viper. Gut, so, weil ich wurde gerade hier wieder konfrontiert mit Viper. Das klingt so dumm. Hey, du hast die blaue Flagge genommen, was soll das? Ja, ich lass die Bots das mal erledigen. Ja, die Uhr. Ja, und schon erledigt. Ich wollte gerade so sagen, die Bots sind kein wirkliches Hindernis, aber in dem Moment hat mich dann der Darkwalker zermatscht. Das geschah dir recht. Warum? Dieses Fahrzeug steuert sich wie ein nasser Schwamm. Das einzige Fahrzeug, was vernünftig steuerbar ist, ist die Viper. Findest du? Weil die halt agil ist. Ach, das warst du. Ja. Ja, das haben aber auch funktioniert nicht so gut auf Wasser. Anscheinend. Nee. Vor allem ist es so schön, wenn man die Leute da runterschießen kann. Finde ich. Aber dann bin ich noch nicht tot, vor allem. Nee. Ach, bist du das? Ja.
Das waren zu viele jetzt. 3 Fahrzeuge. Mein Lieblingsteil ist der Manta übrigens. Wendig, tödlich. Wenn ich jetzt 100. Oh. Hä? Man hat mich aus meinem Fahrzeug rausgeschossen. Ich bin gerade im hohen Bogen rausgeflogen. Wie ist das denn passiert? Und das Fahrzeug ist noch heil. Huch, schon wieder. Hallo? Ach, schon wieder Monarch. Jetzt bin ich gestorben. Ich wurde nicht getötet, ich bin einfach gestorben. Dadurch, dass ich im Fahrzeug festgeglitscht bin, scheinbar. Der Skorpion ist übrigens auch schön. Hier in der... Der Skorpion. Achso. In dieser Karte zwar nicht so, weil sehr uneben, aber generell ist der nett. Red Flag taken. Was? Spieler? Da drehe ich doch gleich um. Enemy flag carrier here. Red flag. Ah. Na, verdammt. Der Monarch schon wieder. Yippie. Red flag returned. Wie ist mich royal getötet? Vom Monarchen meinst du? Korrekt. Ja. Er hat mir den Tod gewährt, kann man ja so sagen. Wie nett von ihm. Könnte man sagen. Red flag taken. Red flag dropped. Es ist einfach nicht möglich, mit der Flagge aus der Basis rauszukommen, ohne dass man von allen Seiten zerstückelt wird. Let the darkness embrace you. Wer hat das denn gesagt? Scavenger. Wie bitte? Ach, Scavenger. Red flag taken. Schon wieder dieser Spieler. Red flag dropped. Uff, was wäre das? Hm? Entropie. Hat mich down genommen. What goes up must Focus come down. In your heart. Must come down in your heart. Da müssen wir jetzt wieder jede Menge Lieder verlinken, wenn wir jetzt wieder einen runterdudeln hier. Wenn wir uns hier einen runterdudeln. Das sollte man als Redewendung einführen. Runterdudeln. Als Redewendung wofür jetzt? Für gemeinschaftliches Singen oder? Ich meinte eigentlich eher für gemeinschaftliches Singen. Achso. Immer diese Menschen, die denken, das sei eine unangemessene Metapher für irgendwas. Also ich sage ja nicht, dass unangemessen wäre. Das war ja sehr angemessen, aber schön ist trotzdem anders. Ja. Immer diese Sauerei. Diese Sauerei. Wäre gepflegt, ein Runterdudeln. Schön. Dudeln. Dudeljump. Von dir vermeint es einfach wörtlich. Dudel, dudel, dudel. Dudel, dudel, dudel. Dudel, dudel. Ich hab euer Nemesis geklaut und fahr ihn gegen die Wand. Und gegen unser Fahrzeug. Das Ding ist echt. Ah, schade. Hm? Na, sowas. Vor allem, wie die hier selbstsicher sagen, das ist nicht das Ende. Wenn er schafft. Da ist die Flagge wieder zu Hause. Ist das nicht schön? Don't fear the Reaper. Also auf der Nemesis bist du bestimmt du. Nee, doch nicht. Ach nee, wieso? Reaper war das nicht, Nemesis. Huch! Warum steht denn unser Darkwalker hier mitten im Gebäude? Felde. Hier komme ich da gar nicht raus. Was soll denn das? Wer hat denn den hier hingestellt? Ich hatte irgendjemand nicht aufgeräumt. Scheinbar. Ja. Ich meine, es ist praktisch, um mir die Flagge zu verteidigen, aber trotzdem ist es ja hier sinnvoll. Ein feindlicher Goliath im Mittelfeld niedrig. Diese Lagepositionen sind immer sehr schön. Ich habe gerade einen von euch getötet, aber wir haben uns gegenseitig ausgeschaltet. Sehr nett. Lalalala.
Drücken Sie Schießen für eine Auseinandersetzung. Nein. Was? Stand da gerade. Was sollte das heißen?